Die Essenz des Lebens. Während die drei Geisterjäger in die Dunkelheit gesogen worden waren, saßen Ferry und Honoria immer noch am Eingangsportal und lagen sich in den Armen. Honorias Tränen waren versiegt, doch als sie den Krach und die darauf folgenden entsetzten Schreie der Geisterjäger gehört hatte, wurde ihr Angst und Bange. So sehr, dass sie vor lauter Furcht begann zu zittern, was sich auch in ihrer, nun leicht stotternden, Stimme bemerkbar machte, als sie sprach: Ferry, lass uns gehen, bitte. Ich halte es nicht mehr aus. Ich will weg von hier. Wobei ihr die Tränen abermals in den Augen geschrieben standen. Ferry presste sie an sich und antwortete: Entschuldige, dass alles so kommt, das wollte ich nicht. Lass uns gehen, ja? Er nahm ihre Hand und zog sie mit sich hoch. Gemeinsam kehrten sie der Necropatria den Rücken und liefen eilig den Weg zum Samantha-Herzogtum zurück, hindurch durch den dicken Nebel und vorbei am ungestürzten, kargen Bäumen. Erst als sie die Necropatria nicht mehr erblicken konnten, wurde ihr Schritt langsamer und sie fanden die Ruhe, um ihre Gedanken zu ordnen. Ich frage mich, was da passiert ist, begann Honoria mit ruhiger, besorgter Stimme, die von der entsprechenden Mimik unterstützt wurde, ein Gespräch. Du meinst wegen der Schreie? Fragte Ferry in seinen üblich ruhigen Ton. Ja, aber auch wegen des kleinen Mädchens. Was hatte sie bloß damit gemeint, dass nicht die Verderbnis kam, sondern Verderbnis? Ich sehe den Unterschied nicht. Diese blöden Geisterjäger! Brachte Ferry verärgert hervor, wobei er seinen Arm wütend zur Seite streckte, so als wenn er damit den Zorn von sich werfen könnte. Er zog den Arm zurück und schüttelte mit dem Kopf, als er ergänzte: Ach, warum mussten sie die Kleine umbringen? Sie hat ihnen doch nichts getan. Sie hätte uns helfen können. Mir tut sie auch leid. Honoria machte eine kurze Pause, in der sie Ferrys Hand festpresste, ehe sie besorgt sprach: Liebster, glaubst du, dass es wirklich eine Verbindung zwischen dem Vorfall mit den Geistern und dieser Necropatria-Sache hier gibt? Er grübelte eine Weile, was sich bei Ferry immer durch ein Stirnrunzeln und herabgezogene Augenbrauen bemerkbar machte. Nach einigen Minuten atmete er tief ein und zuckte mit den Schultern, ehe er verunsichert sprach: Ich weiß es nicht. Ich sehe keinen kausalen Zusammenhang. Honoria, welche die Unsicherheit in seiner Stimme bemerkte, fragte: Aber? Wobei sie es lang und ausgiebig betonte. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es irgendwie zusammenhängt. Es gleicht einem Puzzle, dem einige Teile fehlen. Dann müssen wir die nötigen Teile halt finden. Ferry schaute sie bedrückt an, ehe er sprach: Und wie stellen wir das an? Wir müssen den Unterschied zwischen der Verderbnis und Verderbnis finden. Wie kommst du darauf? Schau mal. Begann Honoria, wobei sie Ferrys Hand, welche sie bis dato in ihrer hielt, losließ, um vor ihrem Körper mit ihren Händen das Gesagte zu unterstreichen. Es gibt doch eigentlich von Grund auf keine bösen Geister. Trotzdem waren diese Geister in Malwa offensichtlich böse. Wir versuchen herauszufinden, warum sie auf einmal böse wurden. Warum starrst du mich so an? Ferry grinste, als er sprach: Ich bin immer wieder fasziniert und gespannt, wenn du etwas erläuterst. Fahre bitte fort. Du bist süß, kommentierte Honoria, ehe sie wieder ernst fortfuhr. Jetzt waren wir gerade bei der ehemaligen Zitadelle, wo auch irgendetwas Komisches passiert ist. Hier gab es auf einmal böse Geister und das kleine Mädchen hat uns gesagt, dass sie gut waren, ehe Verderbnis kam. Vielleicht ist Verderbnis auch die Ursache für den Geisterüberfall. Ferry nickte zustimmend und sprach: Okay, das klingt ja ganz logisch und ist auf jeden Fall plausibel. Aber was soll Verderbnis sein? Ich meine, offenbar ist sie ja nicht dasselbe wie die Verderbnis. Honoria schüttelte mit dem Kopf. Ich weiß es auch nicht. Aber wenn wir wieder in Malwa sind, können wir ja der Bibliothek mal einen Besuch abstatten. Vielleicht finden wir da eine Antwort. Ferry lehnte sich zu Honoria und gab ihr einen Kuss auf ihre Wange, ehe er sprach: Eine geniale Idee. Währenddessen geschah in Malwa etwas Sonderbares. Herr Flinkprofit, einer der wohlhabendsten Händler der ganzen Stadt, stand gemütlich vor dem Spiegel und machte seinen bemerkenswerten Bart zurecht. Der kräftige Mann mit dem runden, friedvollen Gesicht, welches von sanften Konturen überzogen wurde,
gab sich wie jeden Tag redliche Mühe, sein Bart, der sein Markenzeichen darstellte, in die gewohnte Form zu bringen, was bedeutete, dass er sich bis auf der Stelle zwischen Nase und Oberlippe glatt rasiert hatte und nun dabei war, die restlichen Barthaare schwungvoll zu kringeln und sie zu seinen Wangen zu legen. Ach, was ist dieses Bärtchen heute mal wieder stur? Sprach er leise vor sich hin, während er sein Bart mit einem kleinen Kamm kämmte. Er setzte den Kamm ab und sah gespannt in den Spiegel, wobei er seine Arme auf das Waschbecken stützte, welches sich direkt vor seinem nicht gerade kleinen Bauch befand. Er drehte seinen Kopf langsam nach links und bewunderte seine Mühe von dieser Seite. Dann schwenkte er den Kopf nach rechts, um auch die andere Seite zu inspizieren. Ja, so sieht es gut aus. Sprach er zufrieden und drehte sich um, um seinen Mantel zu ergreifen, den er an die, hinter ihm befindliche, Eingangstür gehängt hatte. Sein Spiegelbild jedoch weigerte sich, diese Bewegung nachzuahmen und verharrte in der vorigen Position. Herr Flinkprophet griff zu seinem Mantel und stoppte mitten in der Bewegung, da er aus dem Augenwinkel gesehen hatte, dass sein Spiegelbild ihn nicht mimte. Auf sein Gesicht zeigten sich die Angst, in denen seine Augenbrauen sich zweifelnd zusammenzogen und seine Pupillen sich besorgt weiteten. Langsam drehte er seinen Kopf um und überzeugte sich, denn das Spiegelbild war immer noch wie eingefroren. Ungläubig stellte sich der Händler vor den Spiegel und bewegte sich zaghaft in der Hoffnung auf eine Reaktion. Dann wurde seine Bewegung schneller, regelrecht wild, und bald schon fuchtelte er vor dem Spiegel herum. Da dies jedoch auch keine Reaktion hervorrief, hielt er inne und näherte sich mit seinem Kopf an den Spiegel, um das Phänomen gründlich zu betrachten, gleich einem Künstler, der sein neuestes Werk begutachtete. Als er mit seinem Gesicht auf derselben Höhe war wie jenes des Spiegelbildes, öffnete es seinen Mund und gab einen markerschütterten Schrei von sich, weil sich die Mimik zu einer ironischen Fratze verzog, welche ein so breites Lächeln bekam, dass die Mundwinkel sich bis zu den Ohren hochzogen, wobei die Augen aufquollen und bald zu platzen schienen. Der Händler erschrak darüber so sehr, dass er nach hinten fiel und dort unsanft auf seinen gut gepolsterten Hintern landete. Er wollte wegrennen, doch die Angst nahm ihm die Kraft für jede Bewegung, sodass er beobachtete, wie das Spiegelbild sich immer weiter aufblähte, bis der Spiegel schließlich mit einem lauten Klirren in hunderte kleine Teile zerbrach, die nun verstreut auf dem gefliesten Boden umherlagen. Herr Flinkprophet fasste langsam wieder Mut und stand vorsichtig auf, sodass er jetzt mit dem Rücken an der Tür lehnte. Zuerst dachte er, dass der ganze Spuk vorbei wäre, doch zu seinem Entsetzen irrte er sich. Denn nun begannen die vielen kleinen Spiegelungen auf den Scherben wie Sirup aus dem Glas zu quellen. Angsterfüllt drehte sich der Händler um und fasste den Türknauf, um an diesen mit aller Kraft hektisch zu ziehen. Doch die Tür wollte sich nicht öffnen. Ein bedrohliches, dämonisches und heimtückisches ertönte. Und der Händler konnte nicht anders, als sich verängstigt umzudrehen. Nun blickte er in die komplett schwarzen Augen seines eigenen Abbildes, welches jedoch wie ein riesiger, dunkler Schatten wirkte und keine Spur von Furcht zeigte. Im Gegensatz zu ihm, der mit erschüttertem Blick sich noch mehr an die Tür presste, während das Spiegelwesen langsam auf ihn zuschritt. Der Händler war völlig paralysiert und tat nichts, sodass das Wesen immer näher kam. Die Hände griffen nach seinen Hals. Und als sie diesen erreichten, schrie der Händler vor Furcht und hüpfte die Augen zu, ob der Bedrohung, die ihn erwartete. Es war still. Er hörte nichts mehr. Das Einzige, was er vernahm, war sein schneller Atem und das beängstigte Wimmern. Er sammelte allen Mut und öffnete die Augen und sah nichts Besonderes. Er befand sich in seinem Badezimmer, das so aussah wie eh und je. Der Spiegel war ganz, die Scherben verschwunden, so als wäre nie etwas passiert. Verwirrt begutachtete der Flinkprophet den Spiegel, doch er schien völlig heil. Schnell begab er sich zu dem Fenster seines Badezimmers und öffnete es, um einen Blick nach draußen zu erhaschen. Vielleicht könnte er das vermeintliche Spiegelbild ausmachen. Sein Blick schweifte über den kleinen Markt, der aus einem Rondell von Pflastersteinen bestand. Da heute kein Markttag war, waren keine Stände und nur wenig Leute zu sehen, sodass er einen guten Überblick hatte. Er betrachtete die verschiedenen Menschen, die den Markt kreuzten, doch keiner sah nur annähernd so aus wie das Wesen, welches ihn einen solchen immensen Schrecken eingejagt hatte. Was Herrn Flinkprophet jedoch auffiel war, dass er nicht der einzige Fenstergast war. Fast aus jedem Haus, welches sich direkt am Markt befand, schaute eine Person mit erschrockener Miene heraus. Er konnte also nicht der einzige gewesen sein,
den dieses Phänomen heimgesucht hatte. Er begab sich zur Badezimmertür, da er seinen Nachbarn aufsuchen wollte, um mit ihm über den Vorfall zu sprechen. Doch als er die Tür erreicht hatte und seine Hand die Klinke fasste, zögerte er. Die Angst, dass dieses Wesen hinter seiner Tür noch lauern würde, war groß, doch er wusste auch, dass er nicht ewig im Bad bleiben konnte. Er atmete tief durch und presste anschließend die Klinke eilig nach unten und ebenso schnell einen Schritt durch die Tür zu wagen, sodass er den Flur erreichte, welcher etwa 10 Meter lang war und an dessen ein Ende die Wohnungstür lag, während am anderen Ende sich Bad und diesen gegenüber die Küche befand. Er tastete seine Kleidung ab, ob er seinen Wohnungsschlüssel dabei hätte, und fand ihn in der Hose, sodass er, immer noch geängstigt, wachsam zur Wohnungstür schritt. An dieser angekommen, nahm er sein Jackett von dem Kleiderständer, welches sich nahe der Tür befand, und zog es sich an. Hastig öffnete er die Tür und eilte die Treppe herunter, die zur Haustür führte, ohne jene wieder hinter sich zu schließen. Als er die Haustür öffnete, sah er, dass seine Nachbarn oftmals dieselbe Idee hatten und sich bereits in der Mitte des Marktplatzes rege unterhielten. Er zog seine Hose obligatorisch hoch, schloss die Tür hinter sich und schritt auf die kleine Menge Leute zu, die wohl aus etwa ein Dutzend Personen bestand. Bereits als er sich ernährte, hörte er aufgeregtes Plappern über Geister, über Schatten und Dämonen, die sich bei den Leuten im Spiegel manifestiert hätten. Vermutlich meinten sie alle dasselbe, schattenhafte Spiegelwesen, aber aufgrund von Fehlen einer spezifischen Terminologie innerhalb der Volkserzählungen von derartigen Wesen gab es viele Unschlüssigkeiten. Herr Flinkprofit trat zu dem Dutzend hinzu, welches in einem Reigen stand. Ein älterer Herr schien gerade von seiner Begegnung zu berichten, da er mit alter, knochiger Stimme sprach: Kam dieses Wesen einfach aus dem Spiegel spaziert, es sah genauso aus wie ich. Ich machte vor lauter Angst die Augen zu, dann wurde es still, und als ich sie öffnete, war alles wie immer und das Wesen war weg. Bei mir war es auch so, warf ein jüngerer Mann ein. Schließlich bemerkte die Gruppe, dass Herr Flinkprofit zu ihnen getreten war, und der junge Mann sprach zu ihm: Ah, Herr Flinkprofit, ist Ihnen das auch passiert? Unheimlich, oder? Herr Flinkprofit nickte, als er antwortete: Allerdings, sowas habe ich noch nie erlebt. Aber offen wahrscheinlich nicht der Einzige zu sein. Hat irgendjemand eine Ahnung, was das war? Dämonen! Brachte eine Frau hervor. Der Teufel! Schrie eine andere. Induzierte, personifizierte Angst. Ertönte es mit einer hallenden, bedrohlichen Stimme, welche so klang, als würde sie überall ertönen. Wer war das? Fragte der Flinkprofit, während sich alle umschauten. Ich. Auf einmal materialisierte sich eine spektrale Gestalt, die unschwärzlich zu erkennen war, inmitten des Kreises der Leute, welche erschrocken dreinblickten. Was seid ihr? Brachte der junge Herr stotternd hervor. Das spielt keine Rolle. Eine Rolle spielt lediglich, dass dies nur der Anfang war. Es wird noch schlimmer werden, wenn nichts getan wird. Was soll das heißen? Was können wir tun? Was meint ihr mit induziert personifizierter Angst? Brachte der Fliegenprophet nüchtern hervor. Er war selbst erstaunt, dass er keine Angst verspürte, obwohl ihm sein Geist doch sagte, dass er sich fürchten sollte. Der Dich, der bis dato noch mit dem Rücken zu einem Flinkprofit stand, drehte sich um und antwortete: Eure Angst ist eure Schwäche. Das, was euch vorgegeben ist, war lediglich ein Schatten eurer selbst. Metaphorisch gesprochen. Die Untoten, sie nutzen eure Angst, denn sie planen einen Krieg. Sie wollen euer Land. Und was, wenn ich fragen darf, seid ihr? Offenbar auch ein Untoter. Der Lich hob drohend seinen Zeigefinger und sprach: Ihr seid mutig, so mit dir zu reden. Doch ihr seid ein Tor, wenn ihr mein Rat ignoriert. Ja, ich bin ein Untoter. Ich gehöre sogar sozusagen zu den Adel der Untoten. Denn ich bin ein Lich. Denn ich entscheide über Krieg und Frieden im Namen der Untoten. So führt euch, euer Herzog. Und warum solltet ihr uns helfen? Weil wir denselben Feind haben. Man hat mich verstoßen, nur weil ich gegen den Krieg war.
Eine schreckliche Art der Herrschaft. Wenn ich es richtig verstehe, so ist es mit euch doch auch nicht anders. Wenn der Herzog recht hat, so werdet ihr automatisch, unabhängig davon, ob ihr recht seid. Er machte eine kurze Pause, ehe er weitersprach. Darauf bin ich nicht hier, um über Politik zu reden. Ich warne euch vor den großen Gefahr. Denn ihr werdet vernichtet werden, wenn ihr nichts unternehmt. Warum erwartest du, dass wir dir glauben? Ich erwarte gar nichts von euch. Nur wenn ihr euch selbst überzeugen wollt, so geht auf jeden Fall zum Friedhof. Dort werdet ihr die Wahrheit sehen. Er begann unsichtbar zu werden, doch verabschiedete er sich noch mit den Worten: Glaubt mir oder glaubt nicht, aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Er völlig verschwand. Die Menge, die nun größer geworden war, da die vorbeiströmenden Passanten neugierig stehen geblieben waren, schaute sich verwirrt an. Und was tun wir jetzt? Fragte nach einigen Sekunden der alte Mann. Wollen wir zum Friedhof gehen? Fragte eine Frau und alle Blicke fielen plötzlich auf Herrn Flinkprophet, welcher verwundert seine Augen aufriss und sein Oberkörper nach hinten lehnte, als er fragte: Was schaut ihr mich denn alle so an? Ich hab doch auch keine Ahnung. Aber ihr habt gerade genug Mut bewiesen, um mit diesem Licht zu reden. Argumentierte eine Frau, die sehr nahe bei Herrn Flinkprophet stand. Und das macht mir automatisch zur Autorität? Es geht hier um Untote. Ich bin doch kein Priester. Wehrte sich Herr Flinkprophet heftig. Auf einmal trat ein Mann im weißen Talar mit einem Ankh auf den Rücken und einem freundlichen Lächeln neben der Frau hervor. In seinen Händen hielt er eine Fibel. Die Fibel ist ein Buch, in dem es um die Schöpfung Eärus geht, wobei ein einziger Gott daran verantwortlich gemacht wird. Viele Kulturen halten diesen radikalen Glauben für Unfug, weshalb sie das Buch auch so getauft hatten. Er setzt sich aus dem laschweinischen Wort Fabel, was so viel wie Märchen bedeutet, und dem Wort Alibel zusammen, was sich mit Machwerk wohl am besten übersetzen ließe. Da die meisten Völker, nicht wie die Bewohner des Samantha-Herzogtums, das vermeintliche Glück haben, dass die Götter sich überaus gerne bemerkbar oder auch sichtbar machen, fachten sie alle Arten des Glaubens, die nur einen Gott als Schöpfer oder noch schlimmer, gar keinen Gott ansehen. Die Götter machen sich überaus gerne und relativ häufig bemerkbar, um den Glauben der Menschen und jenen der anderen Wesen auf sich zu ziehen, denn sie beziehen ihre Macht aus dem Glauben. Glauben viele Menschen an einen Gott, so wird er mächtig. Glaubt keiner mehr an den Gott, so verschwindet er einfach. Daher herrscht unter den Göttern eine große Konkurrenz, die sie, schon alleine aus rein überlebenstechnischer Sicht, dazu zwingt, sich den Glauben der Menschen zu erkämpfen. Der freundlich anmutende, schon etwas ältere Herr sprach: Verzeih. Doch ich bin Priester. Ich habe euer Gespräch gerade mitbekommen. Dieses Wesen, was in eurer Mitte stand, dann jedoch verschwand, war ganz sicher kein Geschöpf Gottes. Priester, was sollen wir tun? Fragte der Flinkprophet. Nun, da ich ohnehin auf dem Weg zu meiner Kapelle bin, welche unweit des Friedhofs steht, werde ich wohl mal vorbeischauen. Ihr wollt ganz alleine gehen? Was, wenn er nicht recht hat? Das ist doch viel zu gefährlich für euch. Warf Flinkprophet ein. Der alte Priester lächelte weiter freundlich, trat auf Herrn Flinkprophet zu, legte seine Hand auf seine Schulter und sprach: Macht euch keine Sorgen, der Herr wacht über mich. Das mag ja sein, aber wenn ihr nicht vorsichtig seid, dann wird in Zukunft seine Wache näher sein, als euch lieb ist. Denn dann landet ihr auch im Himmel und könnt dem Herrn die Hand schütteln. Es steht euch frei, mich zu begleiten, meine Kinder. Antwortete der Priester knapp und mit überzogener Höflichkeit. Die Menge murmelte und einigte sich schließlich, den Priester zu begleiten, da der Weg zum Friedhof auch nur ein kurzer war, sodass sie schließlich gemeinsam aufbrachen und einen verlassenen Platz zurückließen. Als der Marktplatz außer Sichtweite war, materialisierte sich der Lich erneut, wie um sie zu spotten, und sprach: Ihr Narren! Er mit einem diabolischen Lachen erneut verschwand. Der Friedhof, der am Rand einer schmalen Schotterstraße etwas auswärts der Stadt lag, wo die Bewohner nur selten vorbeikamen, war recht klein, aber er wirkte beruhigend. Eine kleine, kniehohe Mauer aus weißem Basaltstein umgab das Gut, dessen Fläche wohl gerade mal so groß wie die eines kleineren Anwesens war.
In regelmäßigen Abständen ruhten die Toten in ihren Gräbern, welche entweder durch ein steinernes Kreuz, welches von dem Grab in den Boden eingelassen wurde, oder durch einen Grabstein gekennzeichnet waren. Die typische Friedhofatmosphäre, welche von dem Grabstein und der dunklen Erde, welche frisch und aromatisch duftete, vermittelt wurde, wurde jedoch von zahlreichen Bäumen unterbrochen, die in voller Blüte unregelmäßig auf dem Friedhof thronten und deren herabfallende, weißen und pinken Blütenblätter wie ein romantisches, beglückendes Gefühl hervorriefen. Doch dieser Eindruck verschwand, wenn man den Friedhof genau unter die Lupe nahm. Denn der Lich hatte offenbar nicht gelogen. Die Toten hatten sich als Zombies aus ihren Gräbern erhoben und ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Die Grabsteine und Kreuze waren teilweise schief geworden oder umgefallen, was auch nicht besonders verwunderlich war. Es ist nun mal nicht einfach, sich unter der Erde zu orientieren, vor allem dann nicht, wenn jene zentnerweise auf einen liegt und man überdies noch ein Zombie ist. Da kann es schon einmal passieren, dass man bei den Graben in die Freiheit einen kleinen Erdrutsch auslöst oder diverse oberirdische Gegenstände, die sich unglücklicherweise genau über den Gräbern befinden, den physikalischen Naturgesetzen nachgeben und sich einen anderen Standort aussuchen. Das erklärt auch, warum einige wenige Bäume sich entschieden hatten, lieber umgekippt auf der Erde zu liegen, statt aufrecht zu stehen. Ansonsten jedoch hatte der Friedhof, der nun etwa von 3 Dutzend Zombies bevölkert war, nichts von seiner alten Pracht verloren, abgesehen von dem Gestank der Toten und den zahlreichen Löchern sowie der aufgewühlten Erde, welche die Zombies bei ihrer Befreiung verursacht hatten. Seltsamerweise hatten die Zombies sich offenbar keine Mühe gemacht, den Friedhof zu verlassen, obwohl das Tor, wie immer, offen stand. Diesen Eindruck gewannen auch der Priester und die Dorfbewohner, die ihm gefolgt waren und sich nun vor dem Eingang des Friedhofs versammelt hatten. Mit erstaunten und zugleich ängstlichen Mienen betrachteten sie das Geschehen und tuschelten miteinander. An der Spitze der Gruppe stand der Priester nebst Herr Flinkprofit, wobei ersterer nicht ängstlich schien. Bedächtig strich der alte Mann über seinen Bart und schien konzentriert das Treiben, welches eigentlich nur aus einer Horde Zombies bestand, die ziel- und orientierungslos über den Friedhof liefen und dabei stöhnten, zu beobachten. Doch er wurde von Herr Flinkprofit unterbrochen. Priester, was tun wir jetzt? Uns wundern, mein Sohn, uns wundern. War die gemächliche Antwort, die den Händler dazu brachte, eine zweifelnde, skeptische Miene aufzulegen, als er sprach. Vater, bei allem nötigen Respekt, aber das ist doch keine Lösung. Habt ihr keinen besseren Vorschlag? Ihr seid doch Geistlicher und musstet wie auch die Geisterjäger am Anfang eurer Ausbildung doch wie jeder andere auch die ganzen Grundlagen lernen. Habt ihr nicht ein Gebet, einen Bannspruch oder irgendwas Nützliches parat? Der Priester hob seine Hand und deutete damit an, dass der Händler ruhig bleiben sollte, ehe er antwortete. Geduld, mein Sohn. Am Anfang einer Lösung steht immer auch ein Problem. Das, was jedoch dazwischen liegt, ist das Verständnis von beiden. Doch um deine Frage nicht ganz unbeantwortet zu lassen, ich kenne einige Gebete, doch ich bin noch nicht überzeugt, dass sie der Schlüssel sind. Warum? Das alles ist überaus seltsam. Zombies sind nachtaktiv, verbringen normalerweise den Tag unter der Erde, da das Sonnenlicht ihnen schadet. Er deutete auf einen Zombie, der sich krampfhaft an einen Teil der Mauer festhielt, die nahe den beiden stand. Er wirkte wie ein Mann, der schon seit Tagen ohne einen Tropfen Wasser durch eine Wüste streifte und nun langsam am Ende seiner Lebenskraft war. Der Kopf des Zombies lag röchelnd auf dem kalten Basaltstein und die Hände suchten vergeblich nach Halt. Ich weiß nicht, ob dieses Gefühl gerechtfertigt ist, aber ich trauere um ihn. Gab Herr Flinkprofit zu. Zu Recht, mein Sohn. Solche Qualen hat niemand verdient. Denn, wie sprach schon der Herr, deine Feinde sollst du lieben. Kommentierte der Priester, eher fortfuhr. Doch, wir können nichts für ihn tun. Was auch immer die Untoten bewegte, unsere Leichen zu erwecken, es war ein schlecht gewählter Zeitpunkt. Diese armen Kreaturen werden nicht mehr lange unter uns weilen. Vielleicht ist dies gut, denn sie sind offenbar gegen uns. Doch ist jede Existenz auch wertvoll, denn sie ist einzigartig. Er schüttelte mit dem Kopf, eher fortfuhr. Ich habe mich entschieden. Ich werde ein Zauber sprechen, der das Licht verstärkt. So haben ihre Qualen wenigstens ein frühes Ende. Wir werden jedoch nicht drumherum kommen, den Herzog davon in Kenntnis zu setzen. Denn Untote dürfen nicht einfach so überall auf einmal auftauchen. Das ist unhygienisch. Die Menge hinter ihm hatte offenbar nichts mitbekommen, denn sie war nach reger Murmeln.
Während der Priester leise ein Gebet sprach und so das Licht der Sonne, welches auf den Friedhof fiel, noch greller und intensiver werden ließ, dass die Untoten anfingen langsam zu schmoren und ihre Haut begann zu verbrennen. Die Meute bemerkte den Geruch des verbrannten, verfaulten Fleisches und drehte sich um, um mit offenem Mund die Zehen zu beobachten, als die Untoten langsam begannen sich aufzulösen. Der Zombie, der noch immer auf der Basaltmauer lag, bemerkt offenbar, was vor sich ging, und hob noch ein letztes Mal seinen Kopf und öffnete die gequollenen Augen, um den Priester zu erspähen. Er betrachtete seine Hand, die langsam schwand, und ein Lächeln zeichnete sich auf sein Gesicht ab, als er sich wieder dem Priester zuwandte und zufrieden nickte. Er mit seinen Kameraden vollends verschwand und so einen zwar verwüsteten, doch nun auch leeren Friedhof zurückließ, während das Licht wieder normal wurde und an Intensität verlor.